Bis heute faszinieren mich Geschichten und Märchen von Monstern und Menschenfressern. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, euch heute den Ickerbock vorzustellen. Geschrieben hat ihn niemand geringeren als J.K. Rowling, die Autorin von Harry Potter. Es geht um ein sagenumwobenes Ungeheuer, um ein Land, was in großer Gefahr ist und um zwei Kinder, die großen Mut beweisen müssen. Der Ickerbock ist ein politisches Märchen und das handelt am Schluss vom Sieg der Vernunft und des Guten über das Böse. Schlaraffien war einst das glücklichste Königreich auf der Welt. Dort gab es Gold im Überfluss, einen gütigen König und die Menschen waren alle zufrieden. Allerdings gab es auch die Legende vom sogenannten Ickerbock, der in den Nebeln im nördlichen Marschland haust. Ja? Und solche Geschichten, die können dann durchaus ihr Eigenleben entwickeln und durchaus gefährlich werden für das ganze Königreich. Kann diese Geschichte vom Ickerbock einen König zum Abdanken zwingen, ein Land ins Verderben stürzen? Wenn ihr mutig genug seid und älter als 8 Jahre, dann könnt ihr euch das vorlesen lassen oder selber lesen. Und das ist auch ganz toll bebildert von Kindern, denen die Frau Rowling dieses Buch schon online zur Verfügung gestellt hat.